deutsche Vaterland. Und damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen zum ersten Adidas GmbH FIFA Mobile Video hier auf meinem Kanal. Bevor es nachher weitergeht um 20 Uhr mit der 20 Uhr FIFA Mobile Folge, habe ich mir gedacht, komm, gibt es heute hier um 19 Uhr ein schönes Adidas GmbH Video. Das erste Video in FIFA 21 Mobile. Ja, ich habe mich eben gerade verknüpft mit der App. Ich musste das irgendwie komplett neu machen. Und ja, ich habe jetzt hier noch nicht João Felix abgeholt, weil schreibt mir mal bitte unten rein in die Kommentare, soll ich mir den João Felix als ZOM oder als Stürmer holen? Mittelstürmer, sage ich mal, kommt bei mir jetzt nicht so in Frage. Also offensives ZOM oder als Stürmer. Ich möchte hier ab sofort täglich die täglichen Aufgaben machen. Ich habe schon ein bisschen getestet, ob das Ganze hier funktioniert. Aber bevor ihr jetzt schreibt, Dönitz, Fußball spielt man draußen? Ich weiß, aber ich spiele auch drin. Und heute ist das erste Video hier. Ihr kennt doch das Adidas GmbH Video von FIFA 20 Mobile, ne? An alle, die jetzt hier neu eingeschaltet haben, man kann auch Adidas GmbH ganz normal drin spielen und die Aufgaben machen. Also wenn man genug Platz hat. Ich habe genug Platz, deswegen mache ich das hier heute wieder drin. Aber ich werde in den nächsten Tagen auch auf dem Fußballplatz gehen, auf dem Bolzplatz. Und vielleicht habe ich auch überlegt, jetzt am Wochenende weiß ich nicht, vielleicht am Montag. Montag, dass ich dann einfach auch den Livestream mitnehme. Dass ich den Livestream starte, Adidas GmbH Livestream. Hätte ich Bock drauf. Und dann machen wir gemeinsam die Challenges und dann könnt ihr mal sehen, wie ich aus der Puste bin nach 3 Minuten. Und ein Sauerstoffzelt brauche, wie Elton. Wenn ihr Bock habt, schreibt es unten rein in die Kommentare. So, ich hoffe, dass man mich jetzt hier einigermaßen verstehen kann. Ich habe die Kamera jetzt mal ganz oben in der Ecke platziert. Ich habe hier den offiziellen Euro 2020 Ball am Start. Und ihr habt es ja gerade gesehen in FIFA Mobile, ich muss 5-mal passen, ich muss 100 Meter bewegen, ich muss 50 Meter irgendwie laufen, ich muss 25 Meter sprinten, ein Schuss. Und das sind so die täglichen Challenges. Ich hoffe, dass sich die täglichen Challenges auch irgendwie jeden Tag erneuern, dass man jeden Tag andere hat. Genau, ansonsten halt auch Erfolge, wöchentliche Challenges, die man machen muss oder kann. Hier führe 5 Freistöße außerhalb des Strafraums aus. Das macht man natürlich dann auf dem Fußballplatz. Weil Freistöße kann ich dann jetzt im besten Willen doch nicht hier machen. Alter! Ist dein Ernst? Könnt ihr das sehen? Das ist wahrscheinlich jetzt sehr laut hier, ne? Also meistens stehe ich hier im Wohnzimmer und schieße immer durch den Tisch und die Couch-Ecke da. Also ich zeig's euch mal. Steht natürlich das Stativ dazwischen, der Ball rollt. So, und so kann man seine Schüsse halt auch voll bekommen. Ganz easy peasy, Alter. Leute, mir ist noch nie so etwas Peinliches passiert. Ich war jetzt gerade duschen, ich war durchgeschwitzt, als es an der Tür geklingelt hat. War schon peinlich, weil da so ein riesen Stativ stand mit der Kamera. Ich habe gedacht, es ist meine Mom. Es war die Nachbarin. Es war die Nachbarin, die gefragt hatte, was ich hier mache. No joke, true story. Ich habe mir gedacht, wir spielen jetzt hier heute um 19 Uhr noch im zusätzlichen Adidas GmbH Video mit unserem João Felix. Ich hole ihn mir jetzt noch ab,
als Stürmer, weil ZOM, es kann ja sein, dass ich irgendwann meine 4-2-4-Formation auswähle und da habe ich ja keinen ZOM, deswegen habe ich gedacht, komm, hole ich mir den Stürmer. Übrigens, ich habe leider nicht alles geschafft, ich habe nach dem Klingelstreich, Kappa, also nachdem die Nachbarin geklingelt hat, hatte ich sofort aufgehört und bin hier nicht mehr rumgesprintet. Ihr habt gesehen, ich bin ja noch die Treppen hoch und runter gerannt. Ich habe jetzt 100 Meter, 50 Läufe und 5 mal passen. Den Schuss habe ich nicht hinbekommen und 25 Meter Sprint. Ich bin hier in der Wohnung gesprintet, ich habe aber nur 10 Meter und anscheinend zählt das nicht, keine Ahnung. Lost. Ich werde es aber auf jeden Fall in den nächsten Tagen nachholen, ganz klare Sache. Und die drei Dinger zählen ja auch hier bei den Wochenboni, steht ja 3 von 30. Aber ich möchte jetzt Joao Felix abholen. Leute, Joao Felix, denkt dran, nachher noch 20 Uhr Folge. Zack, Joao Felixchen. Und der kommt da vorne, oh Baby! Huhu! Geile Karte. Und der kommt da direkt vorne in den Sturm, wöchentlich. Ja, Joao Felix, du musst es mir nicht erklären. Ich weiß das. Hier Schusskraft. Also ich weiß auch nicht, warum der Schuss nicht zählt bei den täglichen Übungen, ne? Ich hab doch alles gemacht hier. Mal guckt euch mal, in täglichen Übungen hat man einfach einen Schuss. Und ich hab in der Wohnung geschossen. Also macht es nicht nach, Jungs. Also jetzt im Nachhinein, ich habe am Anfang ja gesagt, in der Wohnung kann man es schon machen. Ja, also in der Wohnung kann man sich so 100 Meter bewegen, 100 Meter laufen, ganz normal. Passen kann man auch, ja. Aber so ein Schuss macht es nicht nach. Macht es nicht nach, ich sag's euch. lasst es mich verrückt machen, aber ihr sollt es zu Hause nicht machen. Aber, kuriose ist, ich hatte hier einen kmh-Wert von 64 km/h. Und das ist jetzt, ich kann deutlich mehr, aber ich habe jetzt halt in der Wohnung nicht alles riskiert. Ich wollte nichts kaputt machen, klare Sache. Aber 64 km/h, und das reicht nicht aus für einen Schuss? What? Ich habe mir gedacht, wir spielen hier heute noch mit Joao Felix. Da ist ja... Oh, Alter, was hat der für Stats, Junge? Junge, 93 Tempo, 96 Schuss. Der ist ja mal... Dieses Mal... Und Kramaric hat sogar 85. Und Joao Felix hat nicht... Doch, Joao Felix hat einen Skillboost von 6. Alter, habt ihr die Stats gesehen von Joao Felix? Holy moly, Alter. Ich bin jetzt bei 200.000 Fans. Und ich werde mir Münzen etc. alles 20 Uhr Folge. Da werde ich auch wieder... Vielleicht öffne ich das ein oder andere Pack. Seid auf jeden Fall wieder am Start um 20 Uhr, Leute, zur 20 Uhr FIFA Mobile Folge. Ich habe ja mal gedacht, ich spiele jetzt hier nochmal ein Spielchen mit Joao Felix. Wenn es schon ein Adidas GMR Video ist, dann spiele ich auch mit Joao Felix hier heute nochmal ein Spielchen. Ganz klare Sache. Was hat der 82er Team? Wie viel Chemistry? Nix oder was? Ah, 25, perfekt. Gut, das heißt, wir haben die deutlich, deutlich besseren Chancen. Und ich denke mal, ihr habt es auch schon mitbekommen, ne? Dieses Jahr wird der Pfosten mein bester Freund sein. Und das sage ich nicht, weil ich ein Pfosten bin, sondern weil ich den Pfosten immer treffe. Natürlich Vorführeffekt, jetzt schieße ich nicht einmal an den Pfosten, aber sonst Pfostenlatte, das ist wirklich brutal. Brutal ekelhaft, der geht auch rein. Joao Felix, Leute. Ich glaube, Joao Felix wird erstmal eine Zeit lang bei uns im Sturm stehen, auch wenn... Die Stats sind überragend, aber ich meine Chemistry-Punkte halt. Weil ich glaube, La Liga werde ich jetzt nicht einbauen. Joao Felix spielt ja bei Atletico Madrid, aber ich habe gar nicht gesehen. Linkt der eigentlich zu allen Spielern, Joao Felix? Weil es ja eigentlich Adidas GMR. Und es würde Sinn machen, wenn aus... Also es würde aus EAs Sicht Sinn machen, Joao Felix zu allen Spielern zu linken. Weil dann würden sich, glaube ich, potenziell mehr Leute Adidas GMR holen. Und wer sich heute nach diesem Video... Adidas GMR nicht holt, dann weiß ich auch nicht, ne? Also, das ist ein Werbevideo komplett schlechthin hier. Also, genau so spielt man Adidas GMR, Leute. Spaßfaktor ist ganz oben. Ja, perfekt, Pfosten. Wer hatte auch nach den ersten 20 Sekunden hier heute beim Video auch schon ein komplettes Lächeln, ein Lachen im Mundwinkel? Schreib es gerne unten rein in die Kommentare. Und wenn du bis jetzt geschaut hast, dann schreib bitte in die Kommentare Packstrader vor Nationalmannschaft in die Kommentare. So ein Ding ist das, Leute. Packstrader vor Nationalmannschaft. Yogi, ruf Packstrader an. Irgendwie sowas, Leute. Ich bedanke mich jetzt hier fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich schon um 20 Uhr wieder. Da gibt es die klassische 20 Uhr Folge. Ich hoffe, ihr seid am Start. Ich bin raus. Haut rein und tschüssi.